Ja, dann spielen wir jetzt dem Geschäft nachgehen. Ein bisschen Charme kann Wunder wirken. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Joa. Alles so ungewöhnlich und jetzt nichts Story-Krasses. Wir sollen Geralt verfolgen. Je näher die Feinde sind, desto eher droht die Entdeckung. Ja, das kenne ich aus anderen Assassin's Creed Games, aber wir müssen das auch hier ein bisschen aufpassen, weil die schauen manchmal, zumindest bei den anderen Spielen, ab und zu nach hinten. Er hat auch schon mal kurz nach hinten geguckt. Ja, er jetzt zufälligerweise auch, man sieht es. Oh, ne, wer kennt das nicht? Man läuft und dann guckt man nochmal hinter sich. So, 5 Minuten und dann geht man wieder geradeaus. Das macht doch jeder hier, ne? So sieht's aus. Aber gut, es soll ja ein bisschen spannend bleiben und spannend sein. Aber gut, dass er jetzt nach 5 Metern wieder nach hinten guckt, das ist schon ein bisschen paranoid, mein Freund. Da musst du doch mal zum Arzt, hä? Der Hund verrät mich noch. Mit Hunden schlechte Erfahrungen gemacht, mein Freund. Erst kürzlich in Assassin's Creed 3. Da musste ich sie alle töten. Also geh mir aus dem Weg. So. Ja, was denn jetzt? Jetzt ist er anscheinend an einen Punkt angelangt. Die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich? Ist der Kapitän nicht weniger korrupt? So, die Schiffswachen bestechen. Also er ist jetzt von unserem Fokus verloren gegangen. Gehen wir zu den Herren hier. Drücke Kreis für einen Bestechungsversuch, wenn die Option auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ah, hier, 150 bezahlen, stand jetzt gerade. Och. Hier, bitte sehr. Komm jederzeit wieder. Durch. Ich bin doch nur eine Dame, ich mache gar nichts. Ah, gerade die Frauen. Gerade die Frauen. Haben es faustdick hinter den Ohren. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez, zu euren Diensten. Ja. Wir sollen ihn betören. Wie geht denn das? Ach, auch wieder mit der Aktionstaste. Kann ich euch unter 4 Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! So, wir sollen ihn zu seinem Quartier führen. Ich sag ja, die Waffen einer Frau, ja? Sie braucht nur ihre Reize spielen und schon sind Männer total im 7. Himmel. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxon geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken. Und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam.
Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja. Ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Nur leider trinke ich keinen Alkohol. Tschüss. Ja, wohin ist sie? Weil klettern kann sie ja nicht, wie wir ja wissen. Ne, wenn sie ein Dame-Outfit hat. Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. So, Dominiques. Ja, auf jeden Fall. Ach, gab ja doch noch ein optionales Ziel. Niemanden töten, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, wann das angezeigt wurde.